Nachdem wir richtig lecker eben gegrillt haben, freue ich mich jetzt nun auf einen entspannten Abend am Sitz, ohne große Hoffnung. Ich freue mich auch vor allem mal wieder im heimischen Revier unterwegs zu sein. Die letzten Wochen war ich ziemlich viel unterwegs, mit Pom, überall, und ja, jetzt sitzen wir bei Freunden, ich bin auch eingeladen. Und wir haben hinter uns, den Sitz habe ich bekommen. Ein ganz, ganz frisch geerntetes Stoppelfeld, das ist jetzt gerade eine Stunde alt. War natürlich ziemlich laut während der Ernte, aber oft interessiert es das Wild gar nicht. Und da wir auch volle Blattzeit haben, kann das gut sein, dass hier noch was geht. Vor. Ich glaube, es war ein Gabler, mehrjährig, der hätte so gut gepasst, hat hoch aufgehabt, also auch eine super interessante Trophäe und einen Abschussbock. Ich meine, müsste 3- oder 4-jährig gewesen sein, also hätte sehr gut gepasst. Nur ich habe einen Fehler gemacht, der war uns eigentlich schon sicher, der kam von einer anderen Waldkante, kam auf uns zu und dann habe ich geblattet und dann kam der schneller, als ich es wollte und reagieren konnte. Jetzt ist er hinter mir im Wald. Leute, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier gerade erlebt habe. Auf einmal raschelt es hinter mir und da kommen da zwei Dammkälber raus. Zwei Dammkälber und hinterher, ich dachte erst ein Hund, aber das kann auch ganz genauso ein Wolf gewesen sein. Ich muss mir die Aufnahmen gleich nochmal angucken, weil ein Hund hätte ja eigentlich Spurlaut gegeben und der war komplett ruhig, das Tier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, ich habe mir die Aufnahmen angeguckt, das war definitiv vom Wolf.
meine erste Wolfbegegnung bei Tageslicht und dann auch noch ein jagender Wolf. Das glaubt man doch kaum. Puh. Tja, krass, so ist das dann. Dann sind auf einmal jagende Wölfe hier unterwegs. Und dann noch gefilmt. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Verrückt. Und das ist halt auch echt der Grund, wenn wir immer wieder Kahlwild sehen, dass sie kaum Kälber haben. Auf 10 Alttiere kommen dann 2 Kälber, was halt gar nicht so sein kann. Ja, aber jetzt wissen wir halt den Grund. Es ist einfach, müssen wir mittlerweile mit leben. Ja, ist krass. Gefesselt von dem Abendansitz und dem wirklich passenden Rehbock verschlägt es mich 2 Wochen später erneut in das Revier auf fast denselben Ansitz. Doch neben einigen Hasen und dem Schmalreh ließ sich nichts blicken. Wie sagt man nochmal so schön? Wie ihr wisst, Wild gibt einen meistens nur eine Chance. So ging der Ansitz bei einer traumhaften Abendstimmung zu Ende. Zum Wolf möchte ich noch einige Worte verlieren. Nach meiner Meinung ist es ein natürliches Phänomen, wenn wir in Deutschland wieder den Wolf als Wildtier heimisch haben. Wie die Ausbreitung so schnell und plötzlich passieren konnte, das steht auf einem anderen Blatt und darf kritisch hinterfragt werden. Es liegt auch in der Natur, dass der Wolf seine Beute jagt und das ein oder andere Wildtier frisst. Doch jedoch leben wir nicht mehr im 19. Jahrhundert. Die Gegebenheiten haben sich verändert und eine wirtschaftliche und soziale Akzeptanzgrenze ist erreicht. So kann es nicht sein, dass der Wolf einen Freifahrtschein für das dauerhafte und qualvolle Reißen von Dutzenden Nutztieren bekommt, die Besitzer teilweise in die Insolvenz zieht, da die vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen jenseits von der Realisierbarkeit liegen, sich Einwohner in Waldnähe besonders mit Kleinkindern und Hundebesitz vor Wolfsangriffen in Acht nehmen müssen und sich unsere heimischen Wildtierbestände im Verhalten gezwungenermaßen verändern oder sogar vom Wolf gänzlich verdrängen lassen. Diese Dinge resultieren nicht aus wenigen Wölfen, sondern aus einer Populationsdichte, die in der heutigen Zeit nicht angemessen und bereits deutlich zu hoch ist. Dabei finden wir in der Lausitz sowie in der Lüneburger Heide Europas höchste Wolfsdichte mit exponentiellem Wachstum vor. Wo in anderen Nachbarländern, wie zum Beispiel Frankreich, bereits trotz hoher Schutzauflagen deutlich reguliert wird, gehen die Meinungen der Parteien in der Politik hierzulande deutlich auseinander. Und besonders die Partei, die sich für die Flora und Fauna einsetzen möchte, kommt mit nicht realisierbaren Vorschlägen und Kenntnissen um die Ecke. Wir in Deutschland müssen die Augen öffnen und die Bevölkerung uns als Jäger, Angler und Naturliebhaber das Vertrauen in unsere Kenntnisse schenken. Es gibt kaum andere Personengruppen, die so viele Kenntnisse durch die Zeit in der Natur inmitten von Wildtieren besitzen wie wir. In diesem Sinne immer einen klaren Kopf bewahren, beide Seiten gleichwertig betrachten und für die Jäger Anblick und Weidmannsheil.